Rund 650 Milliarden Euro neue Schulden bis 2022 für Bund, Länder und Kommunen. Im kommenden Jahr soll Deutschlands Schuldenstand auf insgesamt 2,7 Billionen Euro angewachsen sein. Und die Europäische Zentralbank, die druckt und die druckt über einen komplizierten Umweg immer mehr frisches Geld. Klar, die ganzen Schulden, die muss man ja auch irgendwie wieder finanzieren. Aber zu viel gedrucktes neues Geld. Achte Klasse Wirtschaft, bedeutet das nicht Inflation? Droht nach Corona die große Inflation? Ist unser Geld, alles was du angelegt hast, unterm Kopfkissen, auf der hohen Kante, auf der Bank und im Geldbeutel hast, ist es bald alles nichts mehr wert? Haben wir Schulden angehäuft, an denen noch viele Generationen zu knabbern haben? Jetzt! Corona kann nicht nur tödlich sein, sondern auch teuer. Verdammt teuer. Lockdown, keine Gastro, keine Kultur, kein Tourismus, Kurzarbeit. All das hat der deutschen Wirtschaft immens geschadet und wird auch noch weiter Schäden verursachen. Für die Existenz all dieser betroffenen Unternehmen und Arbeitskräfte muss der deutsche Staat nämlich enorme Schulden aufnehmen, also Geld leihen. Schulden in der Höhe, dass die Schuldenquote, also das Verhältnis zwischen Schulden und Bruttoinlandsprodukt, Ende des Jahres bei 75% liegen wird. Das ist die Vorhersage des Instituts der deutschen Wirtschaft. Nach EU-Kriterien, das mal so zur Einordnung, sollte diese Schuldenquote eigentlich nur bei 60% sein. Doch was bedeutet das jetzt eigentlich, ne? Diese hohe Verschuldung? Welche Gefahren schwingen denn da auch mit? Um das herauszufinden, ist es jetzt erstmal wichtig zu wissen, wem genau schuldet Deutschland Geld? Oder andersrum gefragt, wer leiht denn Deutschland sein Geld? Ja, da mal der wichtigste Fakt, Staaten verschulden sich über Staatsanleihen. Kaufst du eine Staatsanleihe, legst du dein Geld für eine bestimmte Zeit beim Staat an. Du stellst es also dem Staat als Gläubiger zur Verfügung und erhältst dafür bis zur Rückzahlung Zinsen. Und das machen bei Staatsanleihen eben nicht nur Privatpersonen wie du und ich, sondern auch Fondsanbieter, Hedgefonds, Unternehmen und Banken, aber auch die Europäische Zentralbank. Aber wenn ich jemandem Geld leihe, dann will ich es ja auch irgendwann wieder zurück. Und überhaupt, ich verleihe mein Geld ja auch nur an jemanden, bei dem ich vertraue, dass der mir das auch wieder zurückzahlen kann. Deswegen, in so einer historischen Krise mit unabsehbarem Ausgang, wieso vertrauen da Gläubiger ihr Geld überhaupt dem deutschen Staat an? Das habe ich Professor Dr. Dr. Clemens Fuest gefragt. Er ist der Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Außerdem ist er noch Mitglied des wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen und damit halt einer der bekanntesten und einflussreichsten Ökonomen, also einer der, wo sich mit Geld auskennt, in Deutschland. Herr Fuest, warum leihen aktuell so viele Gläubiger Deutschland ihr Geld? Einmal sind vor der Krise die Staatsschulden in Deutschland reduziert worden. Man hat ja die Politik der schwarzen Null gehabt. Der Staat hat sogar Überschüsse erzeugt und Schulden zurückgezahlt, was sonst eher selten vorkommt. Deshalb waren einfach Spielräume da, sich wieder mehr zu verschulden. Und der zweite Grund ist, und das hat mit dem ersten zu tun, dass Deutschland international als solider Schuldner angesehen wird. Und in einer Krise machen sich ja viele Sorgen. Wo soll ich eigentlich mein Geld anlegen, damit ich es nicht verliere? Und dann haben viele gesagt, ja Mensch, deutsche Staatsanleihen, das ist was Solides, da möchte ich mein Geld anlegen. Und trotzdem, bei den großen Summen an Schulden, da kann einem als deutscher Staatsbürger schon mal so ein bisschen der Magen grummeln, ne? Irgendwie müssen die Schulden ja auch wieder zurückgezahlt werden. Was, wenn Deutschland das einfach nicht so leicht wieder schafft? Was hat das denn dann für Auswirkungen für mich, für dich als Steuerzahler, als Sparer? In unserer Geschichte im letzten Jahrhundert hat es ja gleich mehrere Staatsbankrotte gegeben und jedes Mal wurde auch die Währung ruiniert. Und das hat viele Menschen sehr, sehr hart getroffen. Viele haben da alles verloren, vor allem die Kleinsparer. Und deshalb gibt es eben in Deutschland diese traumatischen Erfahrungen und damit verbunden die Furcht vor Inflation und die Skepsis vor zu hohen Schulden. Also wenn die Gefahr besteht, dass das Geld entwertet wird, dann hört bei den Deutschen der Spaß auf, dann werden viele misstrauisch. Staatsschulden können ziemlich negative Auswirkungen haben. Nämlich dann, wenn sie eine Inflation verursachen, bei der unser Geld immer weniger wert ist. Gehen wir mal die Rechnung durch. Wenn der Staat sich ständig von der Zentralbank frisches gedruckte Geld leiht, um alle finanziellen Löcher in einer Krise zu stopfen, dann ist mehr Geld, ja, und irgendwann auch einfach
zu viel Geld im Umlauf. Und wenn es etwas im Überfluss gibt, dann ist es meist immer weniger wert. Für die Semmeln beim Bäcker oder für Klamotten müssen wir dann immer mehr bezahlen. Genau dann wird's ernst. Dann kann es nämlich zur Hyperinflation kommen, bei der man seine Euros dann in der Schubkarre zum Bäcker fahren muss. Nur für ein paar Brötchen. Oder je nachdem, wo du herkommst, Schrippen, Brötle, Weckler, Rundstücke, Mützli. Im Umkehrschluss müssen auch wieder die Löhne der Menschen nach oben angepasst werden. Das nennt man dann Lohnpreisspirale. Und genau die erweckt dann das Inflationsmonster. Davor fürchten sich aktuell wieder viele Menschen, denn die EZB, die Europäische Zentralbank, die kauft während der Corona-Krise mit die meisten Staatsanleihen. Das freut zwar die deutsche Regierung, weil die EZB dafür auch aktuell niedrige Zinsen festlegt, doch das neue EZB-Geld, das könnte auch Futter für das Inflationsmonster sein. Doch ist es wirklich so einfach? Also ist eine Inflation mit höheren Schulden einfach unausweichlich? Spielen wir den Stiefel durch. Wenn zusätzliches Geld im Umlauf ist, haben die Menschen drei Möglichkeiten, was sie damit anstellen können. Erstens, direkt investieren in Konsumgüter, also Nahrung, Kleidung, technische Geräte und so weiter. Zweitens, es in Vermögensgegenstände investieren, das sind dann also Aktien, Immobilien oder Gold. Und drittens, einfach sparen. Tja, und während Corona 2020 haben die Menschen vor allem gespart. Weil sie verunsichert waren. Und es gab ja auch schließlich nichts, für das man groß hätte Geld ausgeben können. Und wenn gespart wird und nicht mehr Geld im Umlauf ist, dann gibt's auch keine Inflation. Das war übrigens auch schon ab 2008 bei der Finanzkrise damals so, wie du hier siehst. Und es ist jetzt auch wieder so. Die Inflationsraten sind während einer Krise immer sehr niedrig, also weit unter der von der EZB als Ziel ausgegebenen Inflationsrate von 2%. Aber natürlich gibt es auch einen sogenannten Nachholeffekt, den kann man hier auch deutlich erkennen. Nämlich dann, wenn die Krise sich dem Ende neigt und die Menschen wieder optimistischer werden, konsumfreudiger werden. Und das macht sich dann auch bei der Inflationsrate bemerkbar, wenn nämlich dann das Gesparte plötzlich auf einen Schlag ausgegeben wird. Mit einem Grund, warum übrigens die Inflationsrate aktuell bei 2,3% und am Jahresende laut einem aktuellen Bericht der Deutschen Bundesbank sogar bei 4% liegen wird. Und trotzdem kam es in der jüngeren Vergangenheit nie zur großen Inflation, geschweige denn zur Hyperinflation. Seit Jahrzehnten schon sind die Inflationsraten niedrig. Das Inflationsmonster, das ist gefühlt besiegt. Boss is slain. Und das allein deswegen, weil die Menschen in unser Geld, in den Wert des Euros, Vertrauen haben. Vertrauen ist wichtig. Wenn dieses Vertrauen mal erschüttert ist, das ist so wie im privaten Leben auch, wenn man Vertrauen mal verloren hat, dann ist es ganz schwer, das wieder zu gewinnen. Und dann wacht das Monster auf, dann passieren plötzlich schreckliche Dinge, dann sagen all die Unternehmen, die heute Riesengeldbeträge halten, weil sie Vertrauen haben, dann sagen die, wir wollen das nicht mehr haben und dann gerät vieles durcheinander in der Wirtschaft. Deshalb ist es so wichtig, dass die Banken Abstand halten, also nicht mal das Monster so ein bisschen anstupsen und mal gucken, ja, wie lange können wir es ärgern, bis es aufwacht, sondern es ruhig schlafen lassen. Es darf nicht mal der Eindruck entstehen, dass man vielleicht doch die Inflation auf 5 oder 10% steigen lässt. Dieser Eindruck darf nicht entstehen. Im Moment herrscht er auch nicht vor. Was Professor Fuest hier meint, ist das Vertrauen in die Zentralbanken. Denn wenn die zu viel Geld drucken und die Inflationsrate zu hoch ansteigen lassen, müssen sie auch gegensteuern. Heißt, das Zinsniveau in der Wirtschaft beeinflussen und damit die Geldmenge auf dem Markt wieder indirekt reduzieren. Wie genau das alles funktioniert, ja, das ist tatsächlich kompliziert, aber es funktioniert in der Regel. Kritiker der europäischen Schuldenpolitik befürchten dann aber, dass das in der Praxis gar nicht so funktioniert. Denn bei höheren Zinsen besteht die Gefahr, dass verschuldete Staaten dann bankrott gehen können. Ein Interview dazu habe ich dir auch unten verlinkt. Dass Staaten aufgrund von Hyperinflation bankrott gehen können, haben wir Deutschen ja schon am eigenen Leib erfahren. Nämlich 1923. Da kam es, das Inflationsmonster, und hat mit seinem Signature-Move alle zerlegt. Doch
Die Bedingungen damals, die waren ein bisschen anders. Nachdem der Erste Weltkrieg verloren war, hat die junge Weimarer Republik den Siegermächten enorme Reparationszahlungen geschuldet. Außerdem hatte der deutsche Kaiser den Krieg mit Kriegsanleihen von deutschen Bürgerinnen und Bürgern finanziert. Der Staat war also damals enorm hoch verschuldet. Was also tun? Die Regierung, die hat immer mehr Geld gedruckt, um die Schulden zu bezahlen. Und die Folge, der Wechselkurs zur Fremdwährung, der ist gefallen. Importe wurden teurer und damit knapper. Das Vertrauen ins eigene Geld, das war Fucigato. Die Situation ist dann eskaliert, als Frankreich das Ruhrgebiet besetzt hat, weil Deutschland den Reparationszahlungen nicht ausreichend hinterhergekommen ist. Als Folge haben sämtliche deutschen Arbeitskräfte im Ruhrgebiet gestreikt. Unterstützt von der Weimarer Regierung. Denn die hat immer noch mehr Geld gedruckt, um die Streikenden und die betroffenen Unternehmen für diesen passiven Widerstand zu entlohnen. 200 Trillionen Mark an Notgeld wurden Mitte des Jahres nochmal gedruckt. Zusätzlich waren da aber auch schon 500 Trillionen Mark im Umlauf. Das sind 14 Nullen hinter der 5. Also ja, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Das sind einfach unfassbar hohe Zahlen. Dazu wurden aufgrund des Streiks noch weniger Güter in Deutschland produziert. Es hat also auch ein Mangel an Inlandsprodukten geherrscht. Es gab nicht genügend Güter. Die Hyperinflation war da. Sparer haben ihr Geld verloren. Normale Lohnempfänger konnten sich mit dem, was sie verdient haben, nichts mehr leisten, weil die Preise für die Waren eben ununterbrochen angestiegen sind. Erst eine Währungsreform mit Einführung der Rentenmark konnte dann das Inflationsmonster besiegen. Finish him. Im Gegensatz zur damaligen Situation liegt heute die Macht, Geld zu drucken, nicht mehr beim Staat. Das dürfen jetzt nur noch Zentralbanken, also politisch unabhängige Institutionen. Außerdem hat sich Deutschland in der jetzigen Corona-Situation nicht in einer Fremdwährung verschuldet. Ein negativer Wechselkurs, der kann also hier keinen Einfluss mehr haben. Das klingt ja alles schon mal wieder sehr beruhigend, aber Inflation kann auch anders funktionieren. Nämlich, wenn es keine Güter gibt, also Nahrung, Baumaterial, Rohstoffe. Wenn weniger da ist und die Nachfrage dennoch groß, dann wird es auch wieder unausweichlich teurer. Ja, das Geld ist dann auch hier auf einmal wieder weniger wert. Das war 1923 zum Beispiel wegen des Streiks im Ruhrgebiet so. Und heute? Heute haben wir ja auch Ressourcenknappheit, wie du ja vielleicht auch schon gelesen hast. Es gibt sie schon, die Lieferengpässe, ein Mangel an Rohstoffen und deswegen eine große Preissteigerung beim Hausbau. Oder wenn du auf eine PS5 wartest, also auch lange Wartezeiten bei elektronischen Artikeln. Kann es also doch noch erwachen, das Inflationsmonster? Nun, das sind Probleme, die die Inflation kurzfristig auch antreiben. Das sind aber keine dauerhaften Probleme. Bei einem sehr starken Boom ist natürlich alles knapp und die Preise werden in die Höhe getrieben. Aber so stark ist der Boom in der Weltwirtschaft nun auch wieder nicht, dass der jetzt dauerhaft die Preise explodieren lässt. Deshalb würde ich erwarten, dass wir jetzt ein paar Monate lang höhere Inflationsraten haben. Das kann auch mal Richtung 3-4% gehen, dass das Ganze dann aber wieder zurückgeht und sich normalisiert. Also, das Inflationsmonster, es wird vermutlich weiter schlafen. Vorausgesetzt, A, die EZB reguliert weiterhin rechtzeitig mit höheren Zinsen, B, das Vertrauen in den Euro bleibt bestehen und C, die Ressourcenknappheit wird nicht zum Dauerbrenner. Und trotzdem, diese Milliarden an Corona-Schulden, die Deutschland jetzt macht, die müssen ja früher oder später irgendwie zurückbezahlt werden. Ansonsten wird es für den Staat in Zukunft immer schwieriger, sich Geld für neue Schulden zu leihen, denn das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit, das kann dann schnell verschwinden und die Zinsen bei neuen Anleihen würden dann deutlich steigen. Daher jetzt mal die Frage an dich. Wie würdest du denn vorgehen, wenn du hochverschuldet bist? Ne? Würdest du dann alles direkt zurückzahlen, soweit es halt irgendwie möglich ist, oder würdest du die Zeit für diese Rückzahlung strecken, um nicht so super sparsam leben zu müssen? Genau diese Gedanken, die macht sich jetzt nämlich auch die deutsche Regierung. Natürlich mit etwas anderen Voraussetzungen. Anders als bei einem privaten Schuldner ist es so, dass ein Land ja nicht einen Lebenszyklus hat. Die meisten Privatmenschen, wenn die sich Geld leihen, zum Beispiel für ein Haus, die müssen das dann, bevor sie in Rente gehen, wirklich abgezahlt haben, weil dann die Fähigkeit, den Kredit zu bedienen, ja abnimmt. Ein Land geht aber nicht in Rente.
sondern das ist eben immer da und kann sich deshalb etwas mehr Schulden leisten. Also bei einem Land ist es weniger wichtig, Schulden wirklich zu tilgen, sondern man darf die Schulden dürfen nicht immer weiter ansteigen. Dabei ist immer gemeint, die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Also die Wirtschaftsleistung sagt etwas darüber aus, wie viel Schulden man überhaupt bedienen kann. Hinzu kommt, dass derzeit die Zinsen, die Deutschland auf diese Schulden zahlt, gleich null sind. Also der Zins ist auf null gesunken und auch das erleichtert ja zu sagen, gut, wir warten noch ein bisschen, bis wir die Schulden zurückzahlen. Am Ende ist es relativ simpel. Deutschland hat drei Möglichkeiten, mit diesem neuen Corona-Schuldenberg umzugehen. Erstens, schnell wieder Geld einnehmen, also Steuern erhöhen und die Schulden direkt zurückzahlen. Zweitens, mehr Geld ausgeben und damit das Wirtschaftswachstum fördern, weil wenn die Wirtschaft gut läuft, wenn die floriert, dann bedeutet das mehr Wohlstand und damit auch wieder mehr Steuereinnahmen, mit denen dann die Schulden beglichen werden können. Oder drittens, weniger Geld ausgeben, zum Beispiel für die Infrastruktur und mit dem gesparten Geld dann die Schulden bezahlen. Alle Strategien haben ihre Vor- und Nachteile, egal welche am Ende gefahren wird. Die Corona-Schulden werden und sollen nicht dauerhaft erhalten bleiben. Darüber sind sich alle einig. Wie würdest du mit den Corona-Schulden umgehen? Ab in die Kommentare mit deinem Exit-Plan. Die Bundesregierung, die liest das ja hier auch. Die guckt ja auch die ganzen Videos an, deswegen gerne schön wortreich begründen, wie wir jetzt weitermachen sollen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe eigentlich keine Ahnung von dem Bums, aber ich habe das zumindest teilweise kapiert, dann ist doch ein Like wert, ne? Dann like doch mal dieses Video hier und lass doch gerne noch ein Abo da, denn BR24 ist besser im Abo. Und wenn du Bock hast auf ein Nicht-Corona-Thema, das gibt's von mir hier, da ist das Video verlinkt, da geht's zum Staatstrojaner. Hat der Staat jetzt die Macht, alle deine Chats mitzulegen, also da gerne mal reinklicken. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.